einem Video auf dem Kanal, Leute. Und ja, heute spielen wir mal wieder YouTubers Live. Das ist jetzt die zweite Folge und ihr werdet euch wundern, warum ich jetzt schon hier bin und schon so viele Abonnenten habe. Und zwar liegt das daran, dass ich mit meinem Aufnahmeprogramm nämlich aufnehmen wollte, das Spiel. Aber das nicht aufnehmen konnte, weil ich eine andere Datei ausgewählt habe. Und zwar das Spiel FIFA hatte ich ausgewählt. Und ja, deshalb ist es nicht da. Also ist der, habe ich das nur den Ton aufgenommen und nicht also nur den Ton und nicht das Spiel. Und das war halt das Problem. Und ja, deshalb hoffe ich, ihr habt dafür Verständnis, weil ich wollte jetzt nicht nochmal neu anfangen. Und ja. Aber ich glaube schon, dass ihr dafür Verständnis habt. So. Geil, wir haben die Rechnung bezahlt. Nice. Nicht. So, nice Gaming-Video. Machen wir doch ein Video über das. Das ist jetzt neu rausgekommen. Fortsetzen. Ganz klassisch. Und weiter. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich schon beim Titel gesehen habt, geht es heute um das Thema Facecam. Und zwar werde ich bald Facecam machen. Bloß, dass ich mir das noch überlege, weil entweder wenn ich die 500 Abonnenten habe oder wenn ich mein zweites Zimmer habe, das ist dann meine Maus. Das ist dann entweder dieses oder nächstes Jahr, deshalb. Ja. Alter. So. No. Und ja. Mache ich einfach so. Rendern. Und ja, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und ja, deshalb. Ja, die mal einladen. Und ja, deshalb werde ich mir überlegen, ob ich noch mit Facecam mache oder wann ich mit Facecam mache. Reden mit ihr und dann müssen wir noch mal kurz arbeiten gehen, weil ich werde mir entweder einen neuen PC holen oder drei Monitore. Weiß ich noch nicht. Das Video ist jetzt hochgeladen. Ein schlechter Kommentar. Aha, wenn die Person ein YouTuber ist, dann bin ich Batman. Okay, müssen wir akzeptieren. Aber egal. Wir kommen auch wieder Abonnenten dazu. Es geht das Gerücht um, du machst nur Videos für Geld. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Ignorieren. Die meisten Abonnenten fallen nicht auf die Liege rein, aber ein paar schon. Diese haben dich abonniert. Okay. Boah, Alter. Guckt euch mal das an. Alter! Ich nehme jetzt nochmal die raus.
Dann tue ich sie wieder rein. Okay, hi. Mein Computer ist momentan irgendwie zu langsam. Ich nutze kurz dein. Ja, klar. Du kannst immer dann auch mal das reparieren. Guck mal, immer benutzen alle mein PC und dann sagen, und dann muss ich ihn immer reparieren. Und flirten. Dann machen wir mal. Und dann gucken wir nach einem neuen Spiel, würde ich meinen. So, einkaufen. Weg da! Amazing. Dann am meisten gewertet. Irgendein Spiel, was neu rauskommt. Nein, danke. Ich möchte jetzt erstmal. Ah, ist klar, er lacht sich halt ab. So, ich möchte bitte ein neues Spiel haben. Ja, aber es ist der 5. März. Das ja, ich will ja ein Video aufnehmen, aber. Wurde veröffentlicht. Einkaufen. Egal, wir kaufen jetzt einfach das hier. Dann müssen wir halt einkaufen gehen. Wir gehen mal was essen. Okay, wir müssen was essen und dann müssen wir. Lol. Oh, ich dachte gerade, das Spiel lädt sich auf. So ein Brot für unendlich von. Zwar nehmen wir das neue Spiel. Gameplay. Beweg dich, ich muss nur eine Versteuerung Internet anschauen, bevor es zu spät ist. Aus hier. Was ist für ein Problem, Alter? Beweg dich du von meinem PC weg, Alter. Du startest die Aufnahme, formelle Begrüßung. So, Leute, okay, singen, da kommt er. Lustiger Kommentar. Alles klar. Einfach Verabschiedung. Okay, meine Verabschiedung ist auch nicht so die. Egal, wir machen einfach so. Gucken, Interesse 68. Qualität 64. Ist nice. Ist nice, ist nice, ist nice. Hochladen. Drehen. Kann man noch machen? Okay. Wir müssen mal schlafen gehen. Gut schlafen. Tschüss. So. Dann mit der reden. Guck mal, die ist fast voll. Wartet mal kurz.
So. Dann gehen wir hier rauf, dann da. Wir können ja mal nett sein und sie einladen. Ach, nicht. Mann, bin ich blöd. Und zwar. Ich fühle mich. Ja, weil er nicht gestritten hat. Frühlingsfest. Tickets kaufen. Dann einladen. Erstmal arbeiten gehen. Für 50 Euro. Das ist gut. Programmieren. Das ist immer gut. Und dann müssen wir wieder ein Video aufnehmen. Sitzen sich immer an meinem PC. Nee. Aber wenn wir uns viel Geld verdienen, dann können wir uns was Gutes. Let's go. Jetzt kommt er rein. Und jetzt geht er wieder mit. Nein, wir hätten schlafen gehen müssen. Nein. Hey Kleiner, ich bin ein Straßenverkäufer und verkaufe Videospiele. Ich habe ein Angebot und bin mir sicher, dass du da nicht widerstehen kannst. Ein Hammerspiel für nur 40. Ich passe es. Verkäufer geht enttäuscht weg, wie auch immer. Das ist das Gefühl, dass sich eure Wege wieder kreuzen werden. Okay. Urhebergeschütztes Musikvideo. Nice. Danach essen wir was. Wir haben 205 Euro. Dann müssen wir jetzt schon viel essen. Und ein Video aufnehmen. Hey, Rose, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weißt du? Okay. Nice, machen wir. Hey, warum haben wir Geld bekommen? Ein Hotdog. Gameplay. Okay. Öffnen. Hallo, öffnen. Aber hoffentlich ist es kein Spiel, was ich nicht an der PC spielen muss. Das war klar. Konsole kaufen. Mann, das hasse ich immer, wenn ich mir so eine Konsole kaufen muss. Egal. 199 Euro. Dann kaufe ich die, weil ich krieg ja durch die wieder Geld. Wodurch kann ich dann damit wieder Geld reinbekommen. Wenn ich danach noch arbeiten gehe, habe ich wieder das Geld drin. So, jetzt machen wir damit das Video. Zack, Gameplay, starte Video. Kann ich ja nicht zu machen, wa? Und Filter. Ja, müssen wir uns auch mal ein bisschen mehr Equipment holen hier. Aber wird schon irgendwie alles klappen. So, du startest die Aufnahme. Musik-Intro. Normales Spiel. Politische Äußerung. Man kann hier immer umgucken, falls ihr das noch nicht wisst oder so. Spiel-Tutorial, politische Äußerung. Keine Ahnung. Du hast ein Achievement bekommen. Philosophischer Kommentar. Unlustiger Kommentar. Handlungswechsel. Abspann. Es geht das Gerücht drum, du machst nur Videos für Geld. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Verweigern. Deine Abonnenten schätzen Ehrlichkeit über alles und reden über dich ohne Pause. Du hast nur Abonnenten auf deinem Kanal. So habe ich mehr rote Pfeile. Hochladen. Bis wann? Bis zum 17. März, okay. Müsste dann eigentlich hochgeladen sein. Dann gehen wir jetzt nochmal arbeiten und zwar für 50 Euro programmieren. Yeah! Aha! Wir brauchen ein bisschen Geld bei dem PC, den ich mir holen. PC. Die Monitore, das sind drei Monitore. Die kosten, glaube ich, 450 Euro.
Und daher würde ich meinen, dass wir uns den am besten holen. Vielleicht kann ich dir mal zeigen, wie der aussieht. Oder wie die aussehen. Das ist schönes Wetter, ich bin mir nicht sicher. Okay, aber ich gehe jetzt am PC. Oh, dann reden wir mit ihr. Aber wenn es hochklappt. Okay, wir hören auf zu reden. Danke, dass du für mich erledigt hast. Ich hätte nicht einmal gewusst, wo ich hätte anfangen sollen. Schreib dir, wenn ich etwas Neues für dich habe. Gut, dann zeigen wir das danach. Müssen wir ja. So, zack. Wie geht's, Moritz? Ein neues Handy wird in ein paar Tagen auf dem Markt erscheinen und wird ein paar echte klasse Extras für YouTuber haben. Solltest bei solchen Veranstaltungen dabei sein, um mit den Industrienheiten immer auf dem neuesten Stand zu sein und etwas Bekanntheit zu gewinnen, alles klar. Ich habe ein paar Einladungen zu vergeben. Also wenn du mit mir mitkommen willst, geh einfach auf deinen Kalender und stimme zu. Ich werde das auf jeden Fall nicht verpassen. Zum Event gehen. Wir ziehen und gehen jetzt einfach so. Dann da, wo? Welches? Ich weiß jetzt nicht, was das war. Wir reden mit ihr. Ey, der ist so ein, kennt ihr den, so ein Film? Da war so eine Mütze dabei, aber ich weiß gerade nicht, wie der Film heißt. Zeig. Ich glaube, dass Brain Jake eines der besten Spiele momentan ist. Wir müssen uns das kaufen, Leute, wenn ihr das sagt. Frage nach einer Beziehung. Wollen wir machen, Leute? Und wir machen. Gut, ja, ich mag dich und ich will dich treffen. Von nun an, alles klar. Lass bei uns. Jetzt haben wir eine Freundin in dem Spiel. Dirty Katana, irgendwas, auch bestimmt wieder irgendein gutes Spiel oder ein Scheißspiel halt wieder. Ein Geschenk geben. Tanzen. Besser tanzen. Alles klar. Bester Tanz. Gucken. Blablabla. Ich war früher auch mal ein YouTuber. Wie du. Dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Wie kriegt man einen Pfeil als YouTuber ins Knie? Hä, die Logik. Ich ziehe es vor, am PC zu spielen. Die ganze Zeit reden, bis wir gehen müssen. Bis es hier voll wird. Und dann müssen wir wieder ein Video aufnehmen. Also wenn wir schlafen, dann nehmen wir ein Video auf, würde ich meinen. Okay. Es wird ein bisschen längeres Video. Man sieht voll erst richtig müde. So reden. Ich weiß nicht, ob man ihn küssen sollte. Ich glaube, das kommt nicht gut. Ich glaube nicht. Deshalb machen wir es lieber nicht. Würde ich meinen jetzt, aber
Jeder hat da sowas an, so eine andere Meinung. Es gibt Gerüchte, dass die Z-Box 360 besser sein wird als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Ist alles andere. Die PC-Cam. Achso, die PC kam gerade raus. Hä? Ich hab schon gedacht, Cam, schaut mal dran. Du bist für mich einer der besten YouTuber, die es gibt. Danke. Das ist fast voll. Und dann noch 30 Sekunden. Der Wettbewerb zwischen den Konsolen ist der Grund dafür, dass sie besser werden. Hat sie eigentlich recht? Meine Mutter versteht mich einfach nicht. Ich habe ein paar meiner Arbeiten verhauen und jetzt habe ich nicht mehr meinen Computer. Alles klar. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich gehe. Blablabla. So, schlafen. Und dann muss ich den Kong schon wieder reparieren. Alter! Wer geht denn da immer ran? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So, jetzt holen wir hier Spielentwicklung für 60. Machen wir nochmal. Haben wir nochmal Geld. Und dann, liebe Leute, dann zeige ich euch nochmal den PC, die Monitore. Und dann machen wir Schluss für heute. Aber ich möchte euch unbedingt nochmal zeigen, wie die aussehen. So, 23 Euro fehlt nicht mehr viel, dann haben wir die. Und zwar, wenn man jetzt hier einkaufen geht, zeige ich euch, wie die aussehen. Die sehen richtig geil aus. Wenn wir die schon freigeschaltet haben. Aber genau. Die hier. Die will ich mir holen. Die drei HDMI-Monitore. Und die sind so geil. Darauf sparen wir jetzt, Leute. Auf diese sparen wir. Und dann würde ich jetzt auch einfach meinen, was das für diese Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann macht's gut, haut rein und ciao.